Hallo Leute und herzlich willkommen zurück beim Äther. Oh mein Gott, der hat einen Shader. Und der Typ ist auch wieder dabei, what the fuck. Hallo? What? Hi. Ja. Hi. So. Ah, Äther. Boah, das sieht super aus. Oh, sehr schön. Es ist schon etwas länger her, dass ich das mal... Ich kriege einen, wie kriegt man einen sichtbaren Orgasmus? Ein Sichtgasmus? Weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, es ist eine neue Art, die wir erst entwickeln müssen. Ja. Aber gut. Das ist schon länger her, dass wir aufgenommen haben. Ich muss mich erst wieder zurechtfinden. Ein Wöchelchen. Ja, ein Wöchelchen. Wöchelchen. Also hast du noch den ganzen Stein hier? Wölkchen? Was? Den du da abgebaut hast. Ich hab noch 22. Ich hab alles verbaut. Wo? In dem Haus. Da muss auch noch eine zweite Etage auf das Haus drauf. Deswegen baue ich ja jetzt weiter Stein ab. Also so, what? So spannend. Wann hast du die Decke gebaut? Ja, du kriegst ja auch gar nichts mit. Nee, irgendwie nicht, ne? Ja, die Decke habe ich schon mal gebaut und ja, den Keller hier habe ich komplett ausgestaltet. Glasscheiben überall dran, die Stars. Ja, gut, für Glasscheiben brauchst du mich ja nicht. Hier hast du noch 4 Steinchen zurück. Fackeln! Aber jetzt habe ich 18 okay. Teile, 18 Brückenelemente, die ich jetzt hier erstmal verbauen werde, weil ich jetzt endlich mal diese Brücke fertig kriege. Es sind einfach nur Zäune, Alter. Ja, und? Bau unter die Zäune auch noch was, das sieht sonst so doof aus, finde ich. Das ist mir sowas von scheißegal, ob das doof aussieht oder nicht. Dann mach's ich. Da. Dann bau da Erde drunter oder so, keine Ahnung. Ja, Erde. Aber das ist mir jetzt gerade egal, ob da was drunter ist oder nicht. Hauptsache die Zäune stehen. Und ich habe keine Zäune mehr. Was machst du denn da drauf? Quicksilver oder was? Ja. Und dann, wenn du nicht runterfliegst, sind die Zäune da. Achso. Das hier ist sind ja. Hier sind noch 36. Ein ausgeklügeltes System. Habe ich von Zombie geklaut. Lol. Ein ausgeklügeltes System. Ich von Zombie. Naja. Zombie ist schon. Ist schon Fuchs, der Typ, ne? Der ist schlau. Und er nutzt die Mechanik des Spiels. Finde ich immer ganz lustig. So, jetzt bauen wir noch hier rüber. Aber jetzt kann ich endlich auf 720p aufnehmen. Steine, ich hab Steine. Du hast und keine Steine. Ich brauche aber welche und ich baue eine Spitzhacke, verdammt noch eins. Ja, du darfst hier hinten mit abbauen. Na, dann muss ich ja jedes Mal zurückrennen. Na, Kobelstone, Mine. Kobelstone. Kobelstone. Ich will aber kein Kobelstone, ich will Cobblestone, verdammt nochmal. Achso, es ist ja auch Holystone. Da können wir uns drauf einigen. Ja, da denke ich, können wir uns drauf einigen. Das ist in Ordnung. So, ich weißt du noch nicht ganz, wie man. Was passiert, wenn man mit Vollspeed von dem Anfang, von dem Außen des Hauses hier gegen diese Steinwand kracht? Ich glaube, das will ich noch nicht ausprobieren. Ich glaube, du kriegst da wirklich Schaden, ne? Nee, ich glaube nicht. Weiß ich gar aber nicht. Aber wir werden es irgendwann mal rausfinden, wenn wir die Zeit dafür haben und die Brücke endlich fertig ist. Und wenn wir eine Steinschaufel haben. Warum Steinschaufel? Ja, Steinschaufel ist Steinschaufel, ne? Ja, wir brauchen keine Steinschaufel. Ich habe aber eine Steinschaufel. Wer schaufelt denn Steine? Ruhe. Das ist meine Logik. Steine. Ja, deine Logik ist extrem fehlerhaft. Nein, ist sie nicht. Nein. Ich glaube, nein. Beweise mir das Gegenteil. Da haben wir den Salat. Okay, da kann ich mich nicht gegen weigern. Da hat er recht. Hier ist lila Zeug. Was? Wo? Mitnehmen. Ich hab schon abgebaut. Gut, ich hab auch noch 15 Nit. Hast du hier schon die ganze Wand eingerissen oder sieht das nur so aus? Was? Das sieht nur so aus. Hier ist noch eine ganze Wand, du Depp. Warum baust du eine Nein. Der Raum, doch. Der soll nur so breit bleiben. Das hier hinten. Nein, der bleibt nicht so breit. Wir brauchen Stein. Da ist es mir egal, wie das aussieht. Ah. Ich brauche Stein. Ja, und ich muss das hier, wo ich die ganze Erde abbaue, das muss ich alles wieder verkleinern. Hier kommen wir schon raus, what the fuck. Ja, deswegen brauchen wir ja Stein. Dann baue noch einen nach unten. Mach also einen Treppenabgang. Nee, ich will ja hier, wieder rausgehen. Ich will ja hier wieder rausgehen. Ich will ja hinten wieder raus. Warum? Und hier irgendwo hin dann. Da ist aber nichts mehr. In fremde Gefilde. Klar, hier finden wir schon was. Du machst einfach wie Minenschächte. Bei mir ist irgendwie alles aus. Bei mir sind Wolken aus. Bei mir ist die Sounds aus. Bei mir ist das ganze Spiel ist tot. Dann würdest du nicht neben mir stehen. Aber okay. Wir zweifeln deine Logik mal nicht erneut an. Nein. So, hier hinten kommt dann eine schnieke Tür hin. Was willst du dann da hinbauen? Ja, hier hinten können wir einen Ausgang bauen. Aus hinten eigentlich was? Wir können auch hier hinten so eine Mine noch machen. Hier unten drunter. Hier ist noch Quicksäul. Quicksäul. Wir könnten einen Notausgang bauen, falls wir wieder von Kisten belagert werden. Ja. Dann wüssten wir wenigstens, wo wir raus können. Stimmt. Bevor die Kisten angreifen. Und uns verpeilen. Angriff der Kisten. Teil 2.
Teil 2. Teil 1 hatten wir schon in der letzten Welt. Hatten wir? Hatten wir. Kann mich gar nicht dran erinnern. Nicht? Hm. Muss ich schon wieder diesen Screenshot einblenden? Nein, ach, der Kiste. Ach, die Angriff der Kiste. Die Angriff der Kisten, ja. Der Kiste. Die Kiste. Was glaubst du denn? Die Kisten. Was hast du denn gedacht? Ja, ich. Es gibt ja auch so lebende Kisten hier im Äther. Ja, die aber ich auch kommen mir nur in Dungeons vor. Das sind auch lebende Kisten. Die haben eine Persönlichkeit. Ja. Die not sind personal. Personal Chests. Yes. Neu im Äther. Jetzt könnte man einen Werbespot draus machen. Ich muss mal hier meine Items umorganisieren. So. Umorganisieren. Hast du sie irgendwann schon mal organisiert? Yes. Kann ich hier nämlich 1 drücken oder die 2 und dann geht das. Oder 3 oder 4. Schön, dass du zumindest bis 2 zählen kannst. Erinnert mich irgendwie an Onkel Bernies Butz. An die Crow-Parodie. Habe ich noch nie gesehen. Nein. Ja doch, auf dem Video-Day, aber ansonsten. Naja. Ach so, so an die Crow-Parodie. Ja, das kommt. Ja, das wird die Folge einfach nicht. Die habe ich gefeiert. Na, ich fand sie nicht so gut. Aber das ist Geschmackssache. Also es war besser als das Original. Aber das ist ja auch nicht schwer. Das ist nicht schwer. Wollte gerade sagen. Ich habe lila Zeug, lila Zeug, lila Zeug. Na, na, na. Aber nur 2 Stück. Oh. Egal. 2 Stück reichen auch. Jolo. 2 Stück. So. Haben wir zusammen 4 Stück. Und hier hinten können wir eine Doppeltür reinmachen. Nee, sieht scheiße aus. Lass stecken. So, also tendenziell wäre hier unsere Brückenkonstruktion fertig, wenn jetzt nur der Quicksal nicht fehlen würde. Ich glaube, der war irgendwo in der Kiste. Oh. So, hier eine Holztür. Oder ich habe ihn eben mit dem Slash Clear eine Holztür aus Stahl. Das wäre beschissen gewesen. Lol. Eine Holztür aus Stahl. Ich habe ja Items gelöscht und dann kam irgendwann. Ah nein, hier ist genug Quicksal. Aber warum hast du Items gelöscht? Weil ich noch im Game Mode war. Achso. Jetzt hätten wir doch eine Doppeltür machen können. Hättest du das hier nicht mal vorher ausgraben können? Nein, hätte ich nicht. Da ist eine Holy Stone Schaufel, die nehme ich mir jetzt einfach. Eine Holy Stone? Einfach, weil ich es kann. Eine Saufel? Ja. Hast du vielleicht noch was? Wolken? Was Wolken? Holy shit, ja, wir brauchen Wolken. Ich hab Quarz. Wir brauchen Wolken, die einen abbremsen. Sonst sind wir da hinten tot, wenn wir da... Oh, danke für 16 Stein. Dankeschön. Bitteschön. Ich habe ja nur keinen Platz im Inventar, deswegen konnte ich sie nicht aufnehmen. Und die wollte sie vielleicht haben, aber nein! Ich muss sowieso noch die obere Etage dann bauen. Cloud, Arrow Cloud. Sind das die weißen? Ja, das sind die. Die weißen? Ja, die weißen. Ja, andere haben wir sowieso nicht. Doch, wir haben blaue. Aber blaue würden nichts bringen. Das Blau, ne? Was ich auch, ich glaube, da warst du noch gar nicht da. Guck mal, was man Lustiges mit dem Blauen machen kann. Mir war mal langweilig. Und dann, guckst du? Ich guck. Ich hier, warte. Zack, zack. Guckst du? Ich guck. So jetzt. So, das ist mir noch schön, so. Und. Hey! Ah, doch, da war ich doch dabei. Das war mit den. Das war mit den lila Wolken. Nicht mit den blauen Wolken. Die lila Wolken posten dann ja hin und her. Doppeltür. Dann habe ich das genauso mit den blauen gemacht, mich zwischengestellt und ding, 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 ding. Nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Und das habe ich so lange gemacht, bis ich Kopfschmerzen bekommen habe. Ja. Also. Naja. Es war schon lustig, ne? Wir waren jung und brauchten das Geld. So, ich weiß nur noch nicht, wie ich die Wolken hier hinbasteln soll. Ich glaube, ich bastel die so dahin. So als Schutzding. Und hier auch eins. Okay, eins, so können wir die Tür lassen. Tür ist eingebaut. Das bringt's nicht wirklich. Höhle ist fertig. Dann machen wir. Kommst du mal her mit der Spitzhacke? Ich komm. Komm mal her. Warte, ich muss erst hier ausleuchten. So, da wo die Wolken sind, gräbst du mal 2 rein. Was du dir über alle Wolken, die du brauchst. Reicht das so von der Ausleuchtung? Dann machst du so ein Wolkenkissen dahin. Wie, was, wo? Ja, da wo diese 2 Wolkenschichten sind. Ja. Die baust du jetzt ab und dann baust du 2 in die Wand rein und packst die Wolken da wieder hin. Dass wir so eine Wolkenkissen-Abgrenzungs-irgendwas haben. Weil sonst rauschen wir da voll in die Wand rein und kriegen möglicherweise Schaden, was ich noch nicht weiß. So, hier so. Ja, genau. Das funktioniert nicht. Warum nicht? Weil wir hier schon an unsere Kisten kommen. Ja, dann bau halt 1 rein, setz da eine Wolke hin und dann
Ja, eins dürfte eigentlich reichen, glaube ich. Aber ist trotzdem doof, weil dann sieht man das von innen drin. Dann müssen wir, wie geil das ist? Ja, dann müssen wir drin was gegenbauen. Ja, dann bastel das halt um. Ich bastel. Du bist ja der Bastler, ich bastel die Brücken. Ich bastel drin gern mal. Seit wann bekommt man denn aus normalen Dirt? Muss dann mal ausprobieren. Borosium? Kannst du mir das mal erklären? Man bekommt aus allem ab und zu Ambrosium. Okay. Hier geht zwar gerade haufenweise Dirt fliegen, aber egal. Ich glaube, wir haben sogar genug Dirt. Ich hasse diese Kisten. Warum brauchen sie so lange zum Abbauen oder was? Nee, ich habe hier gerade ein bisschen gefailt. Das ist bei dir doch standardmäßig. Ja, leider. War noch nie anders und wird auch nie anders sein. So, jetzt darf ich hier nur keinen Abgang machen. Oh, Hilfe. Sonst tut sich das echt schlecht. Und du sollst die Brücke im Moment noch nicht betreten, weil hier ist ein großes Loch drin. Ich hatte nicht vor, sie zu betreten. Das ist gut. Gravitite. Alter, wie schnell man hier werden würde. Okay. Da wirst du. Okay, ich lauf mal zurück. Jetzt muss ich nachher noch sortieren hier alles. What the fu? Okay, hier wirst du extrem schnell. Und funktioniert die Wand so? Ja, funktioniert. Aber. Würde gerne. So. Das ist natürlich extrem stupid jetzt. Was ist doof? Ich muss ein bisschen was umbasteln. Ja, bastel doch ruhig, das ist mir egal. Vom ganzen Design her, weißt du, sonst stimmt das alles nicht. Das soll mir egal sein. Was sagt denn deine Uhr? Ich habe meinen Timer zu spät gestartet. Also 10 Minuten ungefähr, wa? Ich habe jetzt 10:17. Ja, 11:42. Ja gut, okay, das passt. Passt. Okay, wir müssen aufpassen, man rennt auch, wenn man... Jetzt habe ich wieder den Holy Stone weggeschmissen. So, bitte einmal hier oben hin. Dankeschön. Wie kann ich denn auf diesem Soul-Sand laufen, ohne dass ich beschleunigt werde? Geht das irgendwie? Wie Soul... Fuck! Shift, das war ein Fehler. Shift drücken, glaube ich. Nein, das funktioniert nicht. Boah, ich bin ins Wasser gefallen. Holy shit, ich bin ins Wasser gefallen. Das wäre echt kacke gewesen, wenn ich jetzt den ganzen Soul-Sand... Ich glaube, da aufklatsch. Kann man nicht abbremsen. Das wäre schlecht, weil wie sollen wir uns die Brücke zu Ende bauen? Du gehst einfach auf der Mauer lang. Stimmt. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Musst du jetzt erstmal wieder zum Portal kommen. Wir haben ja einen Bergkletterer Schaf und eine Bergkletterer Ente. Ja. In unserer Welt. Die können das, die sind ausgebildete Bergkletterer. Ich baue hier mal ein paar Zäune ab. Damit man hier im Notfall, wenn man runterfällt, auch wieder hochkommt. Das muss hier auch weg. Dann könnte es zwar sein, dass uns möglicherweise Kisten anfallen, aber das Risiko müssen wir dann in Kauf nehmen. Ja. So, komm, Ether, bring mich weg aus der normalen Welt, die schlimm ist und grausam und wo wir... Machen wir hier eine Erdekiste hin, erstmal so, ne, so quasi. So schnell, komplett lösen. Quasi, ja. Ich hab grad so Schiss, dass ich hier runterflieg. So. Umlagern. Ja, da machen wir. Da machen wir was Schickes draus. Du hast eigentlich recht, es wäre eigentlich schöner gewesen, wenn man zuerst einen Block irgendwas drunter gepackt hat und dann die Zäune drauf. Naja, ne? Aber egal, das lässt sich ja, die Blöcke lassen sich ja abbauen, das ist ja kein Problem. Das ist alles kein Problem. Easy. So, hier kommt Ambrosium rein. Wo kommt Ambrosium rein? Hier in die Kiste, in die kleine. In die Kiste? In die kleine Kiste. Ach, setz doch nicht hier überall Schilder random. Erst Angriff der Kisten, dann Angriff der Schilder. Was willst du eigentlich noch alles auf den Server verbuggen? Ich weiß es nicht. Random Schilder, dies, das. Bisschen Kiste für Holy Stone. Holy Stone? Ja, so viel Holy Stone haben wir ja nicht mehr, ne? Müssen wir gleich mal auf die Nachbarinsel fliegen. Ach, hier unten haben wir noch jede Menge. Ist ja nicht das Problem. Ja, dann bau doch mal was ab. Anstatt Kisten zu ärgern. Ich ärgere keine Kisten. Was ärgerst du dann? Holz. Ich ärgere Holz. Er ärgert Holz. Oh mein Gott. Nein, ich habe gerade eine Holzkiste gemacht. What the fuck? Okay, hier musst du extrem aufpassen.
Wenn du hier rüber willst. Okay. Okay, das war nicht so praktisch mit den Zäunen. Hier kommen Werkzeuge rein. Das müssen wir anders machen, das müssen wir anders machen. Nur wie? Wie baut man etwas ab, was eigentlich schon fertig sein sollte? Da, und hier ist eine verschiedene Kiste für ein verschiedenes. So. Da. YOLO. So, hier kommt die Essenskiste hin. Jo. Ganz versteckt hinter der Treppe. Damit sie auch ja keiner findet. Wer sollte die schon finden? Ja, hungrige Gäste. Shit, wir haben ein Loch in der Brücke. Oh. Versuch's mal irgendwie auszubessern. Nein, das hat nicht funktioniert. Das war fail. Und wo falle ich hin? Wo falle ich hin? Wo falle ich hin? Schade, das war. Jetzt habe ich hier noch eine Erdekiste. WTF. Was kommt davon, wenn man sich nicht konzentriert? Wann konzentrierst du dich bitte mal? Immer. Ach, wirklich? Yes. Da bin ich anderer Meinung. Eine Wolkenkiste auch noch, wa? Wa? Wolkenkiste? Wa? Ja. Mich würde gerade eher interessieren, wo ich hingeflogen bin. Aber ich habe keinen einzigen Anhaltspunkt mehr. Ich weiß nicht mehr, wie es da aussah. Da sieht man, mein Gedächtnis ist sehr, sehr siebähnlich aufgebaut. Siebähnlich. Ja. So, ich gucke jetzt mal auf die Zeit. Und es sagt mir, wir haben 16 Minuten. Zeit sagt 15 Minuten. 16. Sehr schön. 16. Bei mir sind noch 15. Hi. Ja. Gut, das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vom Minecraft Eater. Okay, dann und, bis zum nächsten Mal, ne? Würde ich sagen, genau. Ja. Sag Tschüssi Müsli und bis dann. Tschüss.